Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke machte vor Monaten auf die Gefährdung von Kommunalpolitikern aufmerksam. Seither werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Bürgermeister oder Gemeinderäte körperlich oder verbal bedroht wurden, oft aus dem rechten Spektrum. Einer Umfrage zufolge wurden in jeder 12. Stadt und Gemeinde Mitarbeiter und Amtsträger attackiert. Nun verlangt CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer staatlichen Schutz für bedrohte Politiker. Demonstrationen in Tröglitz gegen die Aufnahme von Flüchtlingen Anfang 2015, organisiert von einem NPD-Mitglied. Ein Brand in einem geplanten Flüchtlingsheim. Drohungen gegen den ehrenamtlichen Bürgermeister und seine Familie. Solche Fälle häufen sich. Manche Bürgermeister wollen sich jetzt sogar bewaffnen. Das gehe nicht so, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Sie fordert mehr staatlichen Schutz. In Einzelfällen sei Polizeischutz hilfreich, so Betroffene. Am wichtigsten sei aber, dass die Gesellschaft zusammenstehe. Der eigentliche Schutz kann nur die Bevölkerung um einen herum sein, die sagt, so nicht mit unserem Bürgermeister, so nicht mit unseren engagierten Leuten. Bundesjustizministerin Lambrecht plant unter anderem, das Strafrecht zu verschärfen. Bis zu 5 Jahre Haft bei Verleumdung gegen Kommunalpolitiker, das reiche nicht, so die FDP. Es ist schade, dass die Bundesjustizministerin als erstes das Strafrecht verschärfen will und nicht an eine Stärkung der Justiz denkt. Wer sich mit Menschen unterhält, die selber schon mal versucht haben, gegen Morddrohungen oder Ähnliches vorzugehen, der weiß, es mangelt nicht an der Anzeige, es mangelt an der Ausstattung, an der Geschwindigkeit und an der Kompetenz der Behörden. Da muss etwas geschehen. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Tröglitz trat zurück. Ihm habe die Unterstützung für diese Aufgabe gefehlt, aus der Politik, aber auch von Bürgern.